Und damit hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir Soma getroffen und wir müssen nun ihre drei Vertrauten finden. Ich wollte eigentlich auf die Karte gehen. Da wollte ich nämlich mal schauen, ob die uns angezeigt werden. Ja, werden sie. Perfekt. Dann würde ich sagen, da das Schiff eh hier, obwohl, naja, so groß ist die Insel nicht, aber trotzdem, da das Schiff eh hier vor Anker liegt, dass wir uns dennoch zu Fuß aufmachen. Weil ich könnte ja theoretisch auch nur mit meinem Wolf da durchreiten. Fiel mir jetzt gerade so ein. Ich schau mal eben, in die Richtung muss ich runter. So, ich traue mich jetzt nicht wirklich hier runter zu springen, weil ich davon ausgehe, dass da unten nichts sein wird, was mich irgendwie auffängt. Ich weiß, was du gerade denkst. Was denke ich denn? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Ja, du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich... Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie eine einsame Wölfin. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie. Nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Das verstehe. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie. Was siehst du da oben, Sühnen? Auf jeden Fall unser Einsatzgebiet. Gut. Ja, komm, nicht so faul. Wir gehen zu Fuß. Wölfe, sie haben jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Ich nehme an, dass wir die dann auch retten sollen, oder? Na komm. Lasst Loki hinter seinen Fesseln, ihr dreckigen Aasfresser. Das habe ich nicht verdient. Haut ab, verschwindet. Hallo, was macht die denn? Ich mag es nie, wenn Wölfe getötet werden. Gut ausgewichen, perfekt. Leider auch perfekter Kill. Noch einer? Okay. Da war aber doch gerade noch irgendjemand oben. Hi. Alles okay? Garlin, du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt. Geradewegs in ein Banditenlager. Doch Frey war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Bist du der einzige Überlebende deiner Mannschaft? Ja, und ich bin selbst kaum noch am Leben. Aber mit Odins und Freyas Segen sitzen sie jetzt schon beim Festmahl der Götter. Ich habe unweit von hier ein Lager aufgeschlagen unter einem Leuchtfeuer. Geh dort hin, ruh dich aus. Eivor und ich suchen die anderen. Wenn ich mich erhole, werde ich wie Freya persönlich über die anderen wachen. Mach das. Mach das, bevor hier noch traurigere Szenen kommen. 265. Der sollte näher sein. Die Frage ist, damit zum Beispiel noch was zu lesen.
Vermerk eines Bewohners. Räuber tummeln sich auf unserem Gehöft. Ich höre sie des Nachts, wie sie sich auf den Feldern herumtreiben und alle behelligen, die hier leben. Als es noch weniger von ihnen gab, waren sie vorsichtiger. Aber nun, da die Führung von Lincoln Linestia bröckelt, rotten sie sich zusammen und es wimmelt überall nur so von ihnen. Es war nur eine Frage der Zeit, ehe diese Seuche sich auch in unsere Lande ausbreitet. Meine Söhne sind zu jung, um sich ihnen zu widersetzen. Und ich alleine kann nichts ausrichten, um unser Land zu verteidigen. Diese Entscheidung fällt mir leicht. Ich danke Gott dafür, dass ich kein stolzer Mann bin. Leb wohl, Trautesheim. Ja, das ist traurig. Aber kann man jetzt nichts machen. Galin ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja, und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste trägt. Er wirkt etwas schwermütig, doch dank ihm sind uns die Götter wohlgesonnen. Und das muntert den Rest von uns auf. Hilf mir. Sei mein Vorne, okay. Weiß ich zumindest, was Hechten ist. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Ich glaube, das ist Birners Langschiff. Schwer zu sagen, es ist so verkranzt und zerschlagen. Ja, genau. Guckt euch nur aus, ihr zahnlosen Kätzchen. Ihr kriegt ja nicht mal eine verrammelte Tür auf. Du schmorst in der Hölle, wenn wir mit dir fertig sind. Du wirst mir die Füße küssen, wenn ich... Gehst du mal da runter, Mann. Das ist Birna. Kein Zweifel. Selbst wenn man Kopf in einem Eimer Wasser steckt, würde ich sie erkennen. Mädel, kannst du mir vielleicht mal helfen? Wir sind im Vorteil. Das überlebst du nicht. An zur Hölle. Oh, der Erfolg. Was wolltest du sagen? Du hörst mich nicht los. Das ist schon besser. Finde ich nicht. Doch, finde ich doch. So, wo haben wir sie denn jetzt eben gehört? Da drinnen. Ich wusste, dass ich da draußen einen Wesen gehört habe. Ja. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Birna, ich habe ein Lager in der Nähe und ein Leuchtfeuer. Wir treffen uns dort, wenn ich die anderen gefunden habe. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Wir gehen jetzt zum Lager. Bis du wiederkommst, habe ich alle wieder auf Trab gebracht und wir singen dir ein Liedchen. Ist das eigentlich die Stimme von Anna, von der Eiskönigin? Zumindest hört sie sich so an. Alter römischer Brief. Der Verlauf deiner Schlacht von Hadrianopolis war unglücklich. Aber das hiesige Heer ist dir weiterhin treu. Wir würden gerne nach Gallien marschieren und es verteidigen, da viele unserer Männer dort herkommen. Die Soldaten sehnen sich nach deinen anregenden Reden und dem jugendlichen Feuer, das du ihnen in der Schlacht einhauchst. Bitte triff mich in Lugdunum, sobald es dir recht ist. Ich werde Pläne schmieden. Thrakien zurückerobern. Magnus Maximus. Okay, 2 von 3 haben wir. Und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt soll. Linksrum zur anderen Seite. Okay. Das heißt, wir müssen da erstmal rüber schwimmen. Ah, jetzt kann man es auch sehen. Birna und Galin, wie Feuer und Eis, könnte ich mir vorstellen. Gut beobachtet, ja. Ich mag es, mich mit verschiedensten Menschen zu umgeben.
Sie kommen nicht allzu gut miteinander aus, aber sie respektieren sich als Krieger. Genug, um Seite an Seite zu kämpfen. Ja, geh doch mal da hoch, Mann. Gibt's was hier irgendwas? Hier ist ein Rätsel. Da werde ich wahrscheinlich komplett versagen. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir sehen uns das mal an. Soma. Was ist nur mit meinem Kopf? Ein Kater vielleicht? Hier drüben. Heda, Fremder. Entschuldige. Ich spüre einen leichten Schmerz. Siehst du etwas an meinem Kopf? Nö. Vielleicht einen Ausschlag oder Schnitt, der einfach nicht heilt? Sieht aus wie eine Kampfwunde. Ah, das dachte ich mir. Es muss von meiner letzten Schlacht stammen. Aber du solltest den anderen sehen. Den hat's schlimmer erwischt. Schlimmer als... Das kann durchaus sein, ja. Wenn er kopflos ist. Meine Arme sind vom Kampf taub. Ist ein Verband nötig? Glaubst du, es ist eine ernste Wunde? Du hast deine Axt im Kopf. Sollen wir ehrlich sein oder sollen wir... Guter Dränger, du hast eine Axt in deinem Kopf. Es ist übel. Ich werde sie rausziehen, aber du wirst sicher bald in die nächste Welt gehen. Ach, Walhall soll es sein. Ich weiß deine ehrliche Antwort zu schätzen. Ich bereite mich also auf die Eindrücke der Totenhalle vor. Ich werde dir den Schmerz nehmen und dich über Bifrost schicken. Es ist Zeit. Weißt du, nicht weit von hier ist eine Methalle. Lass uns doch dort in unseren größten Siegen schwelgen. Ja, genau. All deine Feinde sind erschlagen. Du kannst zufrieden sein. Der hatte gerade ein Loch im Kopf. Weltereignis abgeschlossen. Im Kopf behalten. Ja. Was soll man jetzt dazu sagen? Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es irgendwie schon wieder lustig. Oder war es andersrum? Zeig ja. Es mir. Also. Da ist ein Feuer. Ich schätze mal, das war jetzt das, was wir machen mussten, ne? Genau. Das heißt, dass, ja, dieses Rätsel quasi eine Axt im Kopf war. Aber da ist noch etwas drin. Hier. Hab ich gar nicht gesehen. Nein, ich will... Nein, nein. Kann man das irgendwie ablegen? Ablegen. Römisches Artefakt erhalten. Jetzt leg doch mal endlich das Ding ab, Mann. Wieso ist das alles so komisch hier? Liegt das hier an einem Ort oder was? Okay. Ja. Ich bin irgendwie so ein bisschen verwirrt jetzt von diesem Ort. Das war alles ein bisschen zu viel für mich. Alles ein bisschen seltsam. Okay, du, mein toller Wolf, schwimm mal nach Wichem. Wichem? Da schwimmen die Fische sogar oben. Das sah jetzt irgendwie lustig aus. So. Irgendwo hier. Ich denke mal da vorne. Mal eben. Zeig mir, was vor uns liegt. Auskundschaften. Okay, da ist schon mal einer. Also das sind Gegner, mit anderen Worten, ja?
Gut. Eine Gruppe Gefangener, denn. Komm. Hier ist nur ein Vogel. So, mal schauen. Da hinten haben wir noch ein paar. Ich liebe es, wenn ich mich so assassinenmäßig heranschleiche. Das Problem ist nur, man sieht hier überhaupt nichts irgendwie. Mal schon einen holen? Nee. Macht ja nichts, wenn sie neben mir sitzt. Ist da hinten jetzt überhaupt noch einer? Och Junge, dein Ernst jetzt? Ich meine, wir können auch da reinstürmen, aber ich weiß halt nicht, ob da jetzt einer mit Namen ist. Sind das hier eigentlich schon alle oder kommen die jetzt nicht mehr hier rüber? Beziehungsweise sehe ich die jetzt wegen dem Nebel eventuell nicht mehr. Ich schätze, da ist irgendwas zwischen gewesen, oder? Okay, da bleibt jetzt so sitzen. Komm. Komm. Dann halt nicht. Komm. Warte mal. Zu spät. Oh, so sehe ich ja gar nichts. Okay, hat aber hingehauen. Sehr schön. Bis auf, dass der Nebel immer noch sehr nervig ist. So, da sind noch die Gefangenen. Sehr im Moment zumindest, aber keine Wachen mehr. Lasst mich frei. Ich kann nichts ausrichten ohne Wind in meinen Segeln. Wenn du so nett wärst. Stromfutter! Ich verbleib bei mir, Eivor! Haben wir hier noch andere? Wenn du so nett wärst. Ich hatte nicht den besten Tag. Komm mit, Leaf. Birna und Galin sind schon im Lager, das wir aufgeschlagen haben. Eivor, triff uns dort, wenn du bereit bist.
Ja, bereit bin ich eigentlich, ne? Ich denke mal nicht, dass ich hier großartig was plündern kann. Ich schaue hier vorne nochmal. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das für heilige Kugeln sind, aber ich nehme sie natürlich immer gerne wieder mit. Achso, jetzt ist er wieder voll. Okay. Gut. Ja, eigentlich wollte ich mit dem Reittier dahin, aber so geht's auch. Ach so, das sind die. Sagt noch so schön, dass ich mit dem Reittier dahin wollte, also mit meinem süßen Wolf, und gehe dann zu Fuß. Das war natürlich sehr intelligent von mir. Das ist wieder so typische Gameplayerin-Logik irgendwie. So, da haben wir noch was. Ha. So, wie weit haben wir noch? Das können wir auch zu Fuß machen. Wo müssen wir denn genau hin? Auch noch voll. Okay. Da ist sie. Okay. Entschuldigung, ich muss mit eurer Anführerin sprechen. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden, nach all meinen Fehltritten. Ja, sie werden auf jeden Fall dankbar sein. Es zählt nur, welche Art Anführerin du von jetzt an bist. Sie denken vor allem an ihre Feinde. Nee. Sie werden dankbar sein, dass du sie gerettet hast. Ich wäre dankbar. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galen, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonar. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir. Kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Da sage ich doch nicht nein. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Okay. Damit haben wir eine Quest zu neuem Ruhm, die wir jetzt aber noch nicht machen werden. Lerne Sumas Vertraute kennen. Okay, das ist dann erstmal der erste Teil sozusagen der Quest. Wir schauen jetzt nochmal eben schnell auf die Fertigkeitspunkte. Ich möchte auf jeden Fall höhere Stufen mit einem Meuchelmordschlag niederstrecken können. Kritische Chance im Nahkampf ist natürlich auch nicht schlecht. Das wäre etwas, wo ich am Überlegen bin. Attentatschaden erhöhen ist natürlich auch mega.
So, das habe ich freigeschaltet. Was war hier eigentlich? Das wollte ich noch kurz gucken. Das war das mit dem Sprintangriff. Ja gut, das kriege ich sowieso nicht hin. Das mit dem Sprinten ist nicht so wirklich. Das mit dem geführten Pfeil ist natürlich schon eine geile Sache. Kettenattentat wäre aber eigentlich das, was ich als nächstes machen würde. Aber bevor ich das mache, werde ich erstmal hier den Attentatsschaden noch ein bisschen erhöhen. Damit wir da definitiv auch eine größere Stärke haben. Übrigens sind wir jetzt schon auf Level 27. Also wir haben schon einiges geschafft in, ja, vergleichsweise eigentlich doch recht kurzer Zeit, wie ich finde. Und was wir alles noch schaffen können, das sehen wir dann auf jeden Fall. Kernherausforderung abgeschlossen. Okay. Ich weiß nicht welche, aber ich habe für irgendwas Punkte bekommen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Deswegen mache ich es kurz und schmerzlos. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.